Pilotni primer urbanega razvoja in obnove podeželja vključuje analizo obstoječih zapuščenih zgradb na podeželju in ponuja rešitve, kako jim povrniti življenje. Ja, die Innenentwicklung ist einfach deshalb sehr wichtig, um das Leben in Dorfkern wieder zurückzuholen. Wenn das Leben nur um den Dorfkern herum geschieht und im Dorf selbst nichts mehr, dann ist es wie eine Geisterstadt oder ein Geisterdorf. Also die Fläche hat ja einen bestimmten Wert und ich glaube, dass das einfach das, was man schon hat, saniert werden muss und nicht neuen Boden verbraucht. Denn der Boden ist eine teure Ressource und man kann die Natur nicht nur verbauen, sondern man braucht auch noch die Landwirtschaft und für die Erholung und was auch immer die Böden. Und deswegen soll das alles, das was man hat, geschätzt werden und nachhaltig genutzt werden.